Wir haben uns heute wegen bestimmter Anfragen und verschiedener Anfragen dem Thema typische Altersbeschwerden mal gewidmet. Ich möchte gerne auf drei Hauptpunkte eingehen, die wir, wenn wir im dritten Lebensdrittel sind, häufig verspüren, die sich abzeichnen und die dann auch dazu führen, dass wir irgendwie nicht mehr so entspannt unsere Hobbys machen können und unsere Freizeitgestaltung, also wo es sich auch lohnt, im Vorfeld oder auch währenddessen, wenn sich das schon zeigt, dagegen vorzugehen. Maximal Hauptgrund ist Abbau der Muskulatur. Wir verlieren pro Jahr ca. 1% Muskulatur. Das hört sich ja wahnsinnig wenig an. Wenn ihr aber mal kurz rechnet, zwischen 40 und 70, 30% weniger, dann ist es doch eine Horrorvorstellung, oder? Also mir geht es zumindest so. Deshalb kommen wir gleich über diesen Bogen zum zweiten Punkt. Die Trainingsformen, die viele, viele Menschen eigentlich praktizieren in der Woche und stolz sind, dass sie ein- bis zweimal zu irgendeinem Workout gehen, sind fast immer etwas zu moderat. Wenn wir nicht die Intensität auf die Muskulatur bringen, die der Körper wirklich braucht, dass wir auch echauffiert sind und der Muskel merkt, die braucht mich noch, der braucht mich noch, ich bin deshalb wegen der Intensität bereit, meine Leistung hochzufahren, dann werdet ihr immer auf einem Mittelniveau dahin plätschern, ihr werdet keine Leistungsverbesserung auslösen. Es ist eher tendenziell so, dass ihr quasi den Rückgang der Muskulatur im Tempo etwas abschwächt, aber ihr fahrt damit leider nichts mehr nach oben. Dem müssen wir uns alle stellen. Intensität im Training unbedingt hochfahren. Mit Hanteln, mit Gummibändern, Liegestütz machen, aber der entscheidende Ansatz ist, dass ihr es anpasst an eure heutige Situation. Wenn ihr lange nichts gemacht habt, fangt ihr ganz moderat natürlich an, um die Muskulatur und auch die Gelenke, die Bänder und Sehnen auf euren Trainingswunsch einzustellen. Dann aber sukzessive steigern. Ihr glaubt nicht, wie viele Leute Jahre und Jahrzehnte das gleiche Training machen. Wie soll es denn besser werden, wenn wir immer auf einem Niveau bleiben? Und der Punkt 3 ist die Häufigkeit pro Woche. Wir hören hier viel von Kunden und Kundinnen, dass sie eigentlich mit einmal in der Woche, so in den letzten Jahren, ziemlich zufrieden waren. Und da muss ich leider voll reinhacken und sagen, einmal in der Woche und dann 6 Tage nicht trainiert, ist ziemlich lausig. 2x Minimum, am besten 3 oder vielleicht sogar 4x. Niemand braucht zu glauben, dass wenn er häufiger trainiert, er plötzlich Arme kriegt wie Arnold und die Frauen sagen, ich will nicht so viel Muskulatur haben. Wir brauchen als Frauen so viel Training, ehe wir Muckis haben wie eine Bodybuilderin. Da kommen wir wahrscheinlich sowieso nicht ran. Also macht euch keine Sorgen über das zu viel beim Training. Macht euch Gedanken über das zu wenig und zu gering beim Training. Am besten tragt es in euren Kalender ein, dann habt ihr einen Termin mit euch selber. Und ihr solltet mit dem Menschen, ja, so hier, mit dem ihr euer ganzes Leben verbringt, ordentlich umgehen, leistungssteigernd, gesundheitssteigernd und in diesem Sinne Muskeln trainieren, intensiv genug das Ganze gestalten, Häufigkeit hochfahren. Good luck!